Hallo bei Curved. Heute zeigen wir euch, mit welchen Einstellungen ihr noch mehr aus eurem neuen Xperia Z2 von Sony herausholen könnt. Normalerweise muss man bei den meisten Smartphones den Power-Button drücken, um es aufzuwecken. Doch beim Z2 reicht ein Klopfen. Dafür wählt ihr in den Einstellungen unter Display den Punkt zum Aufwecken antippen aus. Wenn ihr jetzt zweimal schnell hintereinander auf den dunklen Bildschirm tippt, ist das Xperia Z2 startklar. Falls ihr mal ein Element auf dem Display genauer anschauen wollt, braucht ihr keine Lupe suchen, denn die ist eingebaut. Wählt dazu in den Einstellungen unter Eingabehilfen die Funktion Vergrößerungsbewegung aus. Tippt ihr jetzt dreimal aufs Display, vergrößert sich ein Ausschnitt. Wie bei jedem aktuellen Android-Smartphone erreicht ihr auch beim Z2 durch ein kurzes Wischen über das Display das Benachrichtigungscenter und, erst über einen zweiten Tab, die Schnelleinstellung. Wenn ihr mit zwei Fingern wischt, werden sofort die Schnelleinstellungen angezeigt. Ihr könntet das Z2 sogar mit einem Handschuh bedienen. Dafür aktiviert ihr an kalten Tagen unter Einstellungen und Display den Handschuhmodus. Allerdings ist der Touchscreen dann sehr empfindlich und reagiert auf kleinste Berührung, sogar wenn das Kabel des Kopfhörers den Bildschirm berührt. So wird dann schnell mal versehentlich eine App gestartet. Sony hat ins Z2 die Steadyshot-Technik aus seiner Kamerasparte eingebaut. Damit Videos weniger verwackeln, aktiviert ihr den Bildstabilisator in den Einstellungen der Kamera-App. Wir haben mit zwei Z2-Smartphones gleichzeitig gefilmt, damit ihr die Resultate mit und ohne Bildstabilisator vergleichen könnt. Ihr könnt eure Videos auch direkt auf dem Z2 rudimentär bearbeiten. Einfach auf die Kameraklappe tippen, dann könnt ihr den Anfang und das Ende des Films kürzen oder ihn langsamer ablaufen lassen. Ob Update, eine App oder eine erhaltene Kurznachricht, fast jede Aktion wird im Benachrichtigungscenter dokumentiert. Das wird schnell unübersichtlich. In den Einstellungen könnt ihr unter Personalisierung Benachrichtigungen verwalten und so festlegen, welche Apps auf neue Nachrichten oder ihre Aktivitäten hinweisen dürfen. Auch eure Statusleiste könnt ihr entschlacken. Ebenfalls unter Personalisierung in den Einstellungen findet ihr den Punkt Statusleistensymbole. Hier wählt ihr aus, welche Infos euer Z2 anzeigen soll. So könnt ihr den Akkustatus mit Prozentangabe anzeigen oder komplett auf das Symbol verzichten. Ihr könnt euer Z2 so einstellen, dass es nach einer gewissen Zeit in den Ruhemodus wechselt. Aber das ist nicht immer praktisch, besonders wenn ihr ein Foto länger betrachten wollt. Um den Ruhezustand zu umgehen, aktiviert ihr die intelligente Gegenlichtsteuerung, die ihr in den Display-Einstellungen findet. Jetzt erkennt das Z2, ob ihr es in der Hand haltet. Sehr praktisch ist eine weitere Funktion, die ihr in den Einstellungen unter Personalisierung aktivieren könnt. Unter Bewegung legt ihr fest, dass ihr Telefonate annehmen könnt, indem ihr das Z2 ans Ohr haltet. Außerdem werden Anrufe abgelehnt, wenn ihr das Smartphone schüttelt. Und wenn euch der Klingelton nervt, legt ihr das Z2 einfach mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch. Nicht bei jedem Licht sind die Farbwerte eines Bildschirms ideal. Ihr könnt diese beim Z2 nach Bedarf justieren. Unter Einstellung könnt ihr bei Display den Weißabgleich mit Schiebereglern anpassen. Um das Ergebnis mit der ursprünglichen Darstellung zu vergleichen, drückt ihr einfach einen Tick länger aufs Display. Um die Akkukapazität zu verlängern, aktiviert ihr in den Einstellungen unter Energieoptionen den Stamina-Modus. Nun werden bei ausgeschaltetem Bildschirm automatisch WLAN und mobile Datendienste deaktiviert sowie Apps ausgeschaltet. Sollen bestimmte Anwendungen wie zum Beispiel Facebook weiterlaufen, könnt ihr diese zur Liste mit Ausnahmen hinzufügen. In den Energieoptionen findet ihr außerdem den Punkt Akkuschonmodus. Hier könnt ihr festlegen, welche Apps automatisch ausgestellt werden, wenn der Akkustand des Z2 unter 20% liegt.